Hallöchen, das hier soll nur eine kleine Ankündigung sein. Und zwar möchte ich euch nur sagen, ich gehe auf die Litlove und ich freue mich riesig drauf. Denn wenn ihr das Video seht, dann ist es nur noch nicht mal eine Woche hin. Und ich bin so aufgeregt und kann es gar nicht glauben, dass ein Jahr seitdem vergangen ist. Die Litlove, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ein Lesefestival in München. Das findet von der Verlagsgruppe oder ja, dem Verlagshaus Random House statt. Und da sind natürlich alle Verlage dabei, die eben zu Random House gehören. Das sind Goldmann, das sind Heine, das sind Heine Fliegt, Ich muss spicken, CBJ, Diana, Blanc Vallée, Hörbuchverlag, Penguin Verlag, ganz, ganz viele mehr. Und dort kommen eben ganz viele Autoren. Und ich finde das eine super Möglichkeit, um Autoren zu treffen, die man eben sonst nicht auf einer Fleck, auf einer Stelle so gut treffen kann. Das hier ist das Programm vom letzten Jahr und auch mein Schild vom letzten Jahr. Ich habe das Ganze nochmal rausgekramt und muss sagen, ja, ich freue mich riesig einfach drauf. Es war so eine schöne Zeit, das Wochenende im November letztes Jahr, und ich habe es genossen. Ich habe euch auch mitgenommen, beziehungsweise im Nachhinein ein bisschen was dazu erzählt. Und so zwischendrin abends habe ich euch ein bisschen was erzählt, das weiß ich noch. Und ich weiß, dass es unglaublich viel war auf einmal, aber es war auch einfach unglaublich schön. Ich bin mit ganz lieben Menschen dorthin gefahren zusammen. Wir haben da auch eine Nacht im Hotel verbracht von Samstag auf Sonntag und waren beide Tage dort, und es hat sich einfach gelohnt. Egal, wo ich rein bin, und auch wenn es was war, was ich jetzt nicht vorher unbedingt mir angucken oder anhören wollte, es war immer super toll. Und auch alle, die dort arbeiten, also alle, die im Verlagshaus eigentlich arbeiten und eben an dem Tag auch da sind, auch Azubis und so weiter, alle super nett. Und man wird rundum verpflegt, es gibt was zu essen, zu trinken, es gibt natürlich Bücher, man kann mit den Autoren einfach reden, es gibt Meet and Greet Veranstaltungen und man kann ja die einfach treffen und sich ganz normal entspannt mit denen unterhalten. Das fand ich so richtig, richtig schön. Mein Highlight vom letzten Jahr war, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr das Video entsprechend geguckt habt, Anne Freitag. Und ja, dieses Jahr wird mein Highlight Adriana Popescu, und ich freue mich schon riesig drauf, sie auch live zu treffen. Vielleicht, wenn ich es richtig gelesen habe auf der Internetseite, vielleicht ist ja Anne Freitag auch mit da. Das wäre natürlich absolut toll. Ich werde dieses Jahr auch nicht alleine dort sein, denn es hat sich jetzt allerdings geändert, sodass ich in der Nähe von München wohne und der Anfahrtsweg kürzer ist und ich meine Cousine eingeladen habe und sie mitnehmen werde dieses Jahr auf die Litlove. Das ist sozusagen mein Geburtstagsgeschenk an sie. Wir beide freuen uns schon seit April, und ich kann auch nicht glauben, wie die Zeit seit April vergangen ist. Und wie gesagt, im April wusste ich auch noch nicht, wo ich jetzt hier und heute sitze und stehe und bin. Aber gut, so spielt eben das Leben. Jetzt hoffe ich, guckt ihr euch mal um, und vielleicht interessiert ihr euch ja auch für die Litlove. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Schreibt bitte sehr gerne unten in die Kommentare, denn ja, also für mich ist das irgendwie so eine Herzensveranstaltung, und ich gehe da sehr gerne hin. Und natürlich würde es mich noch mehr freuen, wenn ich dort ein paar von euch treffen werde. Sprecht mich gerne an. Ich bin, wie gesagt, beide Tage da. Werde auf jeden Fall auch mit meinem Kanalnamen und dergleichen hier hinten drauf dem Schildchen spätestens zu erkennen sein. Oder ihr, wie gesagt, sprecht mich einfach an. Ich beiße nicht. Ich nehme euch natürlich auch wieder mit. Das Ganze weiß ich noch gar nicht genau, wie sich das gestaltet, denn ich weiß zum Beispiel noch nicht genau, wie viel ich von meiner Cousine zeigen darf, werde, und wie wir das ganz genau gestalten. Vielleicht kann es wiederum sein, dass ich ein bisschen vergesse mitzufilmen, weil ich einfach überwältigt bin von der Veranstaltung. Damit genug Worte zu Litlove, zumindest vorab. Ich werde noch genug erzählen währenddessen oder danach, und freue mich, wie gesagt, schon riesig darauf. Schreibt mir, wenn ihr mitkommt oder wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr euch etwas Bestimmtes wünscht. Ich könnte natürlich auch gucken, ob ich einen der Autoren bzw. vor allem Autorinnen dazu kriege, ein Interview zum Beispiel zu führen. Das wäre ja auch so eine Geschichte, könnte man dann eben auch gestalten, und hier, dass ich das hier euch zeigen kann, wäre auch noch so eine Idee. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein, oder wir sehen uns einfach direkt persönlich auf der Litlove. Tschüss!